Ab sofort soll die Eindämmung von Krankenhausinfektionen für das Reina Sofia Krankenhaus in Córdoba deutlich einfacher werden. Eine neue Software, entwickelt von Fachleuten des Reina Sofia Krankenhaus in Córdoba mit dem Institut für biomedizinische Forschung, ermöglicht die schnellere Sammlung von Patientendaten, schneller als die bisher eingesetzten Mittel wie Formulare oder Tablets. Es verbessert den Zugang zu Informationen, während Zeit gespart und Übertragungsfehler behoben werden. Pensé que si se hacía un programa informático que impidiera esos errores con controles de calidad, de fecha y de variable, sería mucho más fácil luego analizar los datos. Krankenhausinfektionen treten oft nach einem Krankenhausbesuch auf. Das kann in bis zu 6% der Fällen passieren, obgleich in Intensivstationen die Rate fast 20% erreichen kann. Las más frecuentes suelen ser y las más graves la neumonía, cuando el paciente está en lugares de riesgo como la UCI o algún servicio quirúrgico. Y también son frecuentes las infecciones urinarias y la infección de la herida quirúrgica. Die neue Software speichert bis zu 3 Monate Daten, die den Fachleuten erlaubt, mehr Zeit für die folgende Auswertung zu haben. Es kann für Computer sowie Smartphones verwendet werden. Seit der Einführung konnten binnen einem Jahr bereits mehr als 7000 Datensätze gesammelt werden. Recogemos todos los datos desde que el enfermo ingresa hasta prácticamente hasta que se va. Si hay signos de infección, pues se recogen y si no, entonces recogemos todo lo que son, todo sea constante. Diese Idee wurde bereits patentiert und über ein Computerunternehmen in anderen spanischen und lateinamerikanischen Krankenhäusern eingeführt.